Thema über die Realität von Menschenhandel und Ausbeutung zu informieren. Das erste Mal haben wir es im offenen Raum auf der Landstraße gemacht, in einem Abschnitt vom Taumarkt bis hierher. Unterschiedlich haben sich Menschen dafür interessiert und stehen geblieben, ein Licht entzündet, haben nachgefragt, waren betroffen. Oder einige haben gesagt, ach, Menschenwürde, da passiert nichts. Ja, und jetzt zum Abschluss des Tages darf ich noch Uschke Mau sehr herzlich begrüßen. Sie ist aus Deutschland zu uns gekommen. Ich habe sie vor 4 Jahren in München bei einer Konferenz kennengelernt, mich vorgestellt und gefragt, ob sie auch in Oberösterreich einmal einen Vortrag halten würde. Und hat sie gemeint, gerne, weil ich liebe Kaiserschmarrn. Und den habe ich hier heute zum Mittag noch zubereitet, also wir sind gut gerüstet. Und ja, ich freue mich, dass du bereit bist, jetzt zu uns zu sprechen. Es ist ein spezielles Thema mit speziellen Erfahrungen. Uschke Mau hat sich entschieden, als Aktivistin für viele, viele Menschen sozusagen in die Öffentlichkeit zu gehen und auch aus eigener Betroffenheit heraus zu erzählen, was da mit Menschen passiert. Und vor allem, was politisch nötig ist, damit sich was verändern kann. Ich freue mich, dass du so eine starke Frau bist, die wirklich mit dieser Botschaft auf der Weltbühne, möchte ich fast sagen, morgen fliegt sie nach London, präsent bist, um für Menschenwürde, für Frauenwürde aufzustehen. Bitte. Vielen Dank für die liebevolle Begrüßung hier und auch für den Kaiserschmarrn. Jetzt wisst ihr also, womit man mich locken kann. Genau. Mein Name ist Uschke Mau. Ich komme aus Deutschland. Das wurde schon gesagt. Ich war in Deutschland in der Prostitution für 10 Jahre. Wenn man jetzt 10 Jahre sagt, dann denkt man mal, ich hätte jeden Tag von 9 bis Mitternacht im Hof gesessen, so war das nicht. Ich war die ersten 2 Jahre im Wohnungsmodell und danach im Escort, also Haus- und Hotelbesuche. Und da war auch mal eine Pause dazwischen und es war auch unregelmäßig, also wie ich halt das Geld gebraucht habe. Aber wenn man das zählt, so vom ersten bis zum letzten Freijahr bis zum Ausstieg waren es 10 Jahre. Genau, wer bin ich? Ich bin seit 5 Jahren Aktivistin für das nordische Modell, was ich heute noch vorstellen werde. Ich schreibe ganz viele Artikel auf meinem Blog über Prostitution und ich habe das Netzwerk Ella gegründet. Wir sind ein Zusammenschluss von Frauen aus der Prostitution, die Prostitution als Gewalt ansehen und wir wollen das nordische Modell auch für Deutschland. Ich schreibe auch Texte für verschiedene Zeitschriften und Zeitungen. Ich halte Vorträge dort, wo man mir Kaiserschmarrn anbietet. Genau. Und ich bin mittlerweile Doktorandin. Ich würde das jetzt so gliedern, also ich habe eine Dreiviertelstunde Zeit. Ich würde was sagen zum Einstieg in die Prostitution, zu dem viel diskutierten Thema Freiwilligkeit und warum Prostitution Gewalt ist. Zu Prostitution und Trauma sage ich noch was und dann kommen wir schon direkt zur politischen Analyse, also zur Prostitutionsgesetzgebung. Was sind die Probleme? Welche Modelle gibt es? Was bedeutet das immer für uns Betroffene? Ich fange an mit dem Einstieg in die Prostitution. Bei mir persönlich war es so, dass ich aus einer sehr gewaltbesetzten Familie komme, mit auch sexueller Gewalt gegen alle weiblichen Familienmitglieder, inklusive mir durch meinen Stiefvater. Also die erste Erinnerung, die ich auch habe, ist, wie ich der Vergewaltigung meiner Mutter zuhören musste. Und wir sind wahnsinnig geschlagen worden. Also ich weiß gar nicht, wie viele Gehirnerschütterungen ich als Kind hatte. Ist hoffentlich nicht zurückgeblieben. Und dann bin ich mit 17 von zu Hause weggelaufen und kam kurz in ein Mädchenschutzhaus. Das ist sowas wie ein Frauenhaus für minderjährige
zum Beispiel zuerst über ein Jahr lang nicht unterschrieben. Ich hatte keinen Anspruch auf Sozialhilfe, ich hatte gar keinen Anspruch auf überhaupt nichts. Dann habe ich zwei oder dreimal auf der Straße, wenn Männer mir hinterhergepfiffen haben, bin ich zu ihnen hingegangen und habe gesagt, bei mir kostet es was, warum habe ich das gemacht? Ich habe das getan, weil ich dachte, ich habe eh keine andere Option. Ich habe das von zu Hause so kennengelernt, dass ich nur eine Frau bin und dann bin sowieso nur für das eine gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt von nirgendwo mehr Hilfe bekomme, dann mache ich eben das, um zu überleben. Später habe ich dann meinen ersten Zuhälter kennengelernt. Das war ausgerechnet noch ein Polizist. Und der hat mir dann gezeigt, wie man sich richtig prostituiert. Also wie schafft man den Kontakt mit den Kunden, wie viel Geld gibt man, welche Praktiken sind üblich und so weiter. Diese vier Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, also die sexuelle Vortraumatisierung, die ökonomische Notlage, die Hilfe durch eine dritte Person beim Einstieg, also Zuhälterei, und das verinnerlichte Frauenbild für Frauen als etwas, als Menschen, die minderwertig sind, diese vier Punkte treffen auf den größten Teil von Frauen zu, die in die Prostitution einsteigen. Haben Sie bestimmt schon mal mitbekommen, dass sich ganz selten Mädchen aus gutem Hause, die ein gutes soziales Umfeld haben, die genug Unterstützung und Geld bekommen und genug Optionen offenbaren, sich für Prostitution entscheiden. Ganz oft sind es eben Menschen, die auch durch soziale Netz fallen, die eher Behörden haben, die irgendwie nicht so richtig reinpassen, denn mir war es auch so, das Jugendamt war einfach überfordert auch mit meinem Fall. Alle Behörden waren überfordert mit meinem Fall, auch das BAföG und so weiter. Und das trifft nicht nur auf die Frauen zu, die aus Deutschland oder Österreich kommen, sondern diese vier Punkte, auch die sexuelle Vortraumatisierung, trifft auch auf den größten Teil der Frauen zu, die nach Deutschland gehandelt werden. Also auch die haben schon Missbrauch erlebt, Vergewaltigung erlebt und so weiter. Genau, sie sind also auf diese Gewalterduldung auch konditioniert. Also wir haben zum Beispiel in den Bordellen in Deutschland Mädchen, die werden aus Rumänien hergebracht von ihrer Familie. Also ihre Cousins, ihre Brüder kommen mit, bringen sie hier ins Bordell und passen auf sie auf, also nehmen ihnen das Geld ab. Und wenn man die fragen würde, bist du Opfer von Menschenhandel, dann würden die sagen, nee, ich bin freiwillig hier. Weil sie ihre Rechte gar nicht kennen, weil sie das aus ihren Herkunftsländern schon so kennen, sehr patriarchal geprägt. Es gibt ganz viel Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt, Übergriffe, die außer Haus stattfinden und so weiter. Sie sind das sozusagen schon gewohnt und sie kennen das aus ihrer Familie auch so. Die Nachbarstochter wurde nach Deutschland gebracht, die Cousine wurde nach Deutschland gebracht. Und dann wird gar nicht, also sie haben gar nicht die Chance zu hinterfragen, steht für mich eigentlich noch ein anderer Weg offen. Und das ist das, was den Einstieg in der Prostitution ganz häufig kennzeichnet. Prostitution ist meistens, dass eine Alternative fehlt. Prostitution ist nicht die Alternative zu irgendwas, sondern Prostitution bedeutet Alternativlosigkeit. Deswegen finde ich, man kann auch meistens eben nicht davon sprechen, dass jemand Prostitution gewählt hat, weil zu einer Wahl gehört ja, dass ich eine Option habe und mindestens eine alternative Option. Die meisten Frauen, die in die Prostitution einsteigen, sagen aber, Prostitution war mein letzter Ausweg. Ist das meins? Nee, gut. Okay, das ist nicht mehr. Genau, Melissa Paley, das ist eine US-amerikanische Psychologin, die macht Studien zur Prostitution und sie hat es wissenschaftlich eruiert und sie hat herausgefunden, dass Frauen, die in der Prostitution sind, davon berichten, schon in der Kindheit sexuell missbraucht worden zu sein, und zwar zu 57%. Also über die Hälfte aller Frauen, die in die Prostitution einsteigen, sind schon vortraumatisiert. 59% berichten davon, in der Kindheit sehr hart geschlagen worden zu sein. Dann kommen wir zur Freiwilligkeit. Wir können jetzt natürlich sagen, Prostitution ist eine Chance, Armut zu bekämpfen. Und das ist zynischerweise auch
auch etwas, was in Deutschland gesagt wird. Ne? Wenn diese ganz jungen rumänischen Mädchen herkommen und hier das problematisieren und sagen, hier findet etwas statt, das ist einfach unwürdig, dann kriegen wir oft zu hören, ja, das ist doch toll, dann können sie ihre Familie unterstützen und so weiter. Mich wundert die fehlende politische Analyse dahingehend, weil es doch auffällig sein muss eigentlich, dass wenn so junge Mädchen aus den armen Häusern Europas hierher verschafft werden, um von unseren Männern sexuell ausgebeutet zu werden, dann ist das doch eigentlich nichts anderes als Kolonialismus. Und das als tolle Chance für die Frauen zu beschreiben, dass sie jetzt aus der Armut rauskommen, was ja in den meisten Fällen sowieso nicht stimmt, denn sie schaffen zwar was, leisten nur ran, aber das behalten ja meistens die Zuhälter oder fließt in die Familien. Also wenn sie in Deutschland in den Beruf gehen, dann hat keine der rumänischen Prostituierten dort irgendwie mehr als 10 Euro gehabt. Sondern das ist wirklich teilweise so, dass die Zuhälter nach jedem Feierabendsmodell kommen und der Frau das Geld wegnehmen. Prostitution als Recht zu verklären, um die Lage zu verändern, ist also zynisch, weil es erstens meistens kein Recht ist, sondern eine Alternativlosigkeit, weil es die Frauen auch nie aus der Armut holt. Ich persönlich kenne auch keine Prostituierte, die dadurch reich geworden wäre. Es ist eben meistens so, dass man keine andere Option hat oder die Option nicht sieht oder es nicht schafft, sie durchzuboxen. Und statt zu sagen, ja, du prostituierst dich jetzt, dann wollen wir mal dafür sorgen, dass du das besser machen kannst, sollen wir daran arbeiten, diesen Frauen mehr Chancen, mehr Alternativen und mehr Optionen zu geben. Das wäre fair. Bei uns in Deutschland ist es so, dass die Polizei, also, dass die Polizei schätzt, dass nur 10% aller Frauen selbstbestimmt arbeiten. Bei über 90% aller Frauen sehen sie Anzeichen von direktem Zwang. Auch das sagt jetzt noch nicht aus, dass die 10%, die scheinbar selbstbestimmt arbeiten, auch freiwillig in der Prostitution sind. Es sagt nur, es findet sich auf den ersten Blick kein Anzeichen von direktem Zwang. Sagt man nichts über die Lebensgrundlage dieser Frau aus, ne? Ob sie hier gerade ihr Kindheitstrauma nachspielt oder wie ihr Leben so ist. Wir vom Netzwerk LH, wir finden, dass Prostitution Gewalt ist, keine Arbeit. Warum? Das merken wir, wenn wir über Zwangsprostitution sprechen. Denn wenn Prostitution Arbeit wäre, wäre Zwangsprostitution ja Zwangsarbeit. Aber wir alle wissen, dass Zwangsprostitution keine Sexzwangsarbeit ist, sondern Vergewaltigung. Und da wird ganz klar, es gibt einen Unterschied zwischen Sex und zwischen Arbeit. Und bei uns in Deutschland ist es auch so festgelegt, dass eine Dienstleistung, also Prostitution wird ja häufig auch als sexuelle Dienstleistung verklärt, bei uns in Deutschland ist es aber so, dass juristisch festgelegt ist, eine Dienstleistung ist per Definition etwas, was ich nicht anfassen kann. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber Altenpflegerinnen und Friseurinnen, die passen ihre Kundinnen und Kunden ja auch an. Aber es wird dazu kein bestimmter Körper gebraucht. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel die Winterreifen aufziehen lasse, kommt es für mich nur darauf an, dass derjenige oder diejenige, die das tut, was vom Handwerk versteht. Es ist mir völlig egal, ob der Mensch eine Halbglatze hat oder ob die Frau große Brüste hat oder sonst irgendwas. Und bei Prostitution geht es aber eben genau, also geht eben genau das nicht. Ich entschuldige mich für die etwas derbe Sprache, die ich jetzt verwenden werde, aber wenn Prostitution eine sexuelle Dienstleistung wäre, dann müsste es den Freiern egal sein, wer sie ausübt. Das heißt, sie könnten sich den Blowjob genauso gut von einem 90-jährigen Mann abholen. Denn Dienstleistung ist Dienstleistung. Blowjob ist ja Blowjob, oder? Und genau das findet ja in der Prostitution nicht statt, sondern der Freier kommt ja ins Bordell und er sucht nach einem bestimmten Körper. Er soll jung sein oder füllig oder schlank oder große Brüste haben oder lange Haare haben oder sonst irgendwas. Und damit wird klar, es wird gar nicht nur die Dienstleistung gekauft, sondern es wird ein Körper gemietet und zwar auf Zeit. Und das findet in keiner anderen Branche statt. Deswegen sind wir vom Netzwerk Ella auch der Meinung,
Arbeitsplatz zynisch. Bei uns in Deutschland ist es so, dass mittlerweile wahrgenommen wird, dass Prostitution teilweise problematisch ist. Und trotzdem wird noch von dem Arbeitsplatz geredet. Also wir haben zum Beispiel eine grüne Politikerin, die war ganz entsetzt darüber, die hat den Frankfurter Straßenstrich besucht. Und der Frankfurter Straßenstrich ist wirklich was, wo Minderjährige stehen, wo Drogenabhängige stehen, also es ist wirklich Leute, die Hilfe brauchen, ja? Und dann halt wurde sie interviewt und sie wurde gefragt, ja, was gedenken Sie denn dagegen zu tun? Bei uns in Deutschland hat diese Verrohung einfach anscheinend schon so viel Raum, dass sie sich nicht entblödet hat zu sagen, ja, das ist ganz schlimm, ich habe Minderjährige gesehen, ich habe Zwangsprostituierte gesehen, ich finde, wir sollten denen eine Waschgelegenheit hinstellen und im Übrigen geht es auch gar nicht, dass die Kinder Steuern zahlen. Und das ist unfassbar neoliberal, das ist frauenverachtend, menschenverachtend. Es darf nie darum gehen, dass den Frauen genehmigt wird, sich zwischen zwei Feiern und sich waschen zu dürfen, sondern es geht darum, dass wir es schaffen sollten, dass diese Frauen dort nicht mehr stehen müssen. Darum sollte es gehen. Und es geht auch nicht darum, die Frauen zu verteufeln, sondern anzuerkennen, dass es Missbrauch ist, was ihnen geschieht, und danach zu handeln. Und wenn wir anerkennen, dass Prostitution Gewalt ist, dann können wir nicht sagen, ja, wir versuchen jetzt aber die Gewalt für euch sicherer zu machen. Also zu sagen, irgendwie, ja, ein kleines bisschen Missbrauch an dir ist ja aber okay, aber wir wollen, dass du trotzdem in einem kuscheligen Puffbett liegst oder dass du eben die Gelegenheit hast, dich zu waschen. Das ist einfach zynisch. Warum ist Prostitution außerdem Gewalt? Weil Prostitution, egal wo sie stattfindet, auf dem Straßenstrich, im Edelmodell oder sonst was, ist der Austausch von Sexualität oder besser sexuellen Zugang gegen Geld. Und was dabei befriedigt wird, ist ja nur die Sexualität des Mannes, während die Sexualität der Frau ja völlig weggedrückt wird. Das ist ja auch das, was Psychologinnen als Dissoziation beschreiben. Ne? Ich habe das selber erlebt, als ich in die Prostitution eingestiegen bin, da war ich so sehr von meinem Körper getrennt, dass ich nicht mal gespürt habe, wenn ich Hunger hatte, Schmerzen hatte oder mir kalt war. Ich habe irgendwie gespürt, irgendwas ist, aber ich konnte es nie benennen. Ich stand wirklich völlig neben mir und habe meinen Körper nie mehr gefühlt. Und genau das ist das, was man auch braucht, um Prostitution überleben zu können, diese Dissoziation, aber das ist eine Störung. Das ist nicht gesund. Und wenn man immer seine Sexualität wegdrücken muss, und in der Prostitution muss man ja noch viel mehr wegdrücken, ne? Langeweile, Ekel, Scham, dann kennt man das alles so unter einen Teppich, aber der Ärger unter dem Teppich wird immer größer. Und der macht einen irgendwann mal krank, weil dadurch bekommt man irgendwann ein Trauma. Und dieses Trauma trifft auch Frauen, die von sich aus sagen, dass sie freiwillig in die Prostitution eingestiegen sind. Da gibt es keinen Unterschied, auch die sind unter den 68% von Frauen in der Prostitution, die diese mit einer posttraumatischen Belastungsstörung verlassen. Das ist mehr als Soldaten aus Auslandseinsätzen wieder zurückkommen, die traumatisiert sind. Und diese posttraumatische Belastungsstörung hat laut Farley in den meisten Fällen die Stärke einer PTBS von Folteropfern. Wie kann sowas ein Job sein, wo 68% aller Frauen rausgehen und Trauma haben in der Stärke von Folteropfern? Also, ein Mann verschafft sich Zugang mittels Geld, was ja auch ein Machtinstrument ist, verschafft sich sexuellen Zugang zu einer Frau, die sonst nicht mit ihm schlafen würde. Und die Sache ist die, dass das Ja, was wir Frauen zu den Freiern sagen, eigentlich kein Ja zu dem Sex ist, sondern ein Ja zu dem Geld. Den Sex nehmen wir in Kauf. Es bleibt aber eigentlich ein Nein zu dem Sex. Und damit ist Prostitution natürlich Missbrauch. Also wenn ein Mann mit einer Frau schläft, die will, ist natürlich sexueller Missbrauch. Jetzt könnte man ja sagen, ja, aber es gibt ja auch freiwillige Prostituierte. Die Sache ist aber die, dass ein Freier nie hundertprozentig ausschließen kann, dass er gerade
der Zwangsprostituierten schläft. Denn er hat ja die Frau dafür bezahlt, dass sie zu ihm Ja sagt und dass sie so tut, als würde es ihr gefallen. Und er kennt nichts von ihr. Er kennt vielleicht ihren Arbeitsnamen, aber er kennt ja ihre Lebenssituation nicht. Er weiß von ihr, ob sie Zwangsprostituierte ist, also eine, die einen Zuhälter in ihrem Zimmer hat oder so. Und es ist ihm auch egal. Und damit ist Prostitution etwas, wo ein Mann seine Sexualität an eine Frau auslebt und nachher nicht mal sagen kann, ob er gerade eine Vergewaltigung begangen hat. Und das ist ein bisschen echt oberstes Niveau. Also wir haben 2019 und sowas sollte echt nie mehr stattfinden. Hätte auch niemals stattfinden dürfen. Genau, zu Trauma habe ich jetzt schon was gesagt. Männer
diese Männer sind ja eure Männer, Brüder, Freunde, Kollegen und Chefs. Also strahlt in die Gesellschaft auch aus. Außerdem zeigen Studien, dass Freier eher bereit sind zu vergewaltigen als Nicht-Freier. Was auch kein Wunder ist, weil sie ja schon ihre Hemmschwelle nach unten gesenkt haben, ja, durch die Prostitution. Dass sie frauenverachtend sind und gewalttätiger, weniger Mitgefühl mit Prostituierten und anderen Frauen haben. Und dass sie alle denken, sie hätten ein Recht auf Sex. Und das muss unbedingt durchgesetzt werden. Also wenn wir uns mal versetzen in das Mindset von Freier, dann sehen wir, das ist ganz nah an der Vergewaltigerdecke dran. Warum kaufen Männer Sex? Weil sie es können. Weil sie denken, dass sie ein Recht darauf haben. Wenn ich Freier gefragt habe, wo kommst du zu mir, dann haben sie mir immer erzählt, ja, meine Ehefrau schläft nicht mehr mit mir, da ist sie selber schuld, wenn ich zu Prostituierten gehe. Oder manche haben ja auch noch Verkehr mit ihrer Ehefrau, aber bezeichnen sich dann als sogenannte Genießer, die Frauen einfach konsumieren, jede Woche eine andere kaufen im Modell. Und das Problem mit Freiheit ist, also was sie mir auch ganz oft gesagt hat, war, da gehe ich lieber zu einer Prostituierten, als draußen eine auszuführen. Das ist teuer und nachher zahle ich noch das Taxi, dann komme ich bei dir billiger. Und da sehen wir wieder, wenn eine Frau käuflich ist, seid ihr es alle. Alle Frauen, alle anderen Frauen. So wie Freier uns Prostituierte sehen, so sehen sie auch euch. Nur, dass sie das Geld nicht direkt geben, sondern zum Beispiel über die Ehe oder eben übers Ausgeben. Das Problem im Kontakt mit Freiern ist auch, dass nicht nur der prostitutive Akt gewalttätig ist, sondern dass sie permanent versuchen, Grenzen zu übertreten. Weil in der legalisierten Prostitutionsgesetzgebung ihnen ja suggeriert wird, dass es ein Job ist und etwas, was sie gekauft haben, und dann haben sie auch ein Recht, das durchzuziehen. Ich habe das selber ganz oft erlebt, wenn ich es nie mehr geschafft habe, irgendwie meinen Ekel zu unterdrücken oder wenn ich geweint habe, die haben nicht aufgehört, die haben es durchgezogen. Denn sie haben ja dafür bezahlt. Also es geht hier auch nie um normalen Sex, der da ausgelebt wird, ne? Sondern ganz klar um Sex auf Kosten einer anderen Person. Wovon würden sich Freier jetzt abhalten lassen, das zu tun, was sie tun? Da kommt eine Studie zu dem Schluss, also die haben Freier befragt, und die Studie kommt zu dem Schluss, dass es Haft, Geldstrafen oder eine Freierregistrierung sind, die Freier davon abhalten würden. In Kanada wurde zum Beispiel das Motion Modell auch eingeführt, ich erzähle nachher noch was dazu. Und dort ist es so, dass die Freier ja bestraft werden, und zwar mit einem Bußgeld. Das ist sehr peinlich für die Freier, weil es manchmal per Brief nach Hause kommt. Und wenn sie das Bußgeld zahlen sie, und dann müssen sie an einem Sensibilisierungskurs für Freier teilnehmen, indem sie damit konfrontiert werden, was sie getan haben, was es für Konsequenzen hat. Ne? Und wenn sie das nicht tun, dann nimmt man ihnen in Kanada ihr Liebstes weg, nämlich ihr Auto. Und das wird dann peinlich, das der Frau zu erzählen, wie das so ist. Also über die Person, also wenn wir es schaffen, das Stigma, das Hurenstigma von der prostituierten Frau auf die Freier zu übertragen, indem wir knallhart benennen, was sie tun und das auch konsequent ahnden, dann kann man Freier davon abhalten, das zu tun, was sie tun. Damit komme ich direkt zur Prostitutionsgesetzgebung. In Deutschland ist es so, also es gibt verschiedene Methoden. Ich werde jetzt nicht darüber sprechen, was ein Prostitutionsverbot, wie es zum Beispiel in den USA oder in Russland gibt, was das für Auswirkungen hat, weil wir uns, glaube ich, alle vorstellen können, dass es nicht sehr sinnvoll ist, Prostituierte zu bestrafen. Also ich denke, dass wir uns da einig sind. Es gibt dann noch die Legalisierung, ist das, was
wir in Deutschland haben, ja, es ist, es ist erlaubt, sich zu prostituieren, es ist auch erlaubt, zu Prostituierten zu gehen. Und in Deutschland ist es auch so, dass Zuhälterei, also 2002 gab es dieses Prostituiertengesetz, da wurde die Sittenwidrigkeit aufgehoben und alles um die Prostitution herum legalisiert. Das bedeutet, man kann heute nicht mehr wegen Förderung der Prostitution angeklagt werden. Also man darf jetzt ein Bordell betreiben und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass bei uns Zuhälterei nicht mehr strafbar ist. Ist kein Witz. Zuhälterei ist nur noch dann strafbar, wenn sie ausbeuterisch ist. Und ausbeuterisch meint, 50% der Einnahmen der Prostituierten werden einbehalten. Alles, was drunter ist, geht in der Legalisierung total klar. Gleichzeitig zu dieser Legalisierung gibt es eine Kriminalisierung. Weil, wenn wir jetzt Prostitution erlauben würden, wie jedes andere Gewerbe auch, dann würde das auch bedeuten, dass zum Beispiel ein Straßenstrich vor einer Kita oder einer Schule stattfinden kann. Ja? Und um das zu verhindern, gibt es Sperrbezirke. Sperrbezirke sind ein Teil der Kriminalisierung für Frauen. Was ist das Problem mit der Legalisierung? Das Problem mit der Legalisierung ist für uns Prostituierte, dass am Ende alle von ihr profitieren. Zuhälter, Menschenhändler, Freier. Und wir am wenigsten davon haben. Denn uns wird gesagt, das ist ein ganz normaler Job, den du hast, zahl mal bitte Steuern drauf, melde mal ein Gewerbe an. Und mit den Schäden, die Prostitution bei uns verursacht, also zum Beispiel mit den Traumata, werden wir total alleine gelassen. Die meisten prostituierten Beratungsstellen bei uns in Deutschland sind sogar so, dass sie das als Sexarbeit sehen und dass sie total überfordert sind, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte gerne aussteigen, weil es ja ein ganz normaler Beruf ist. Und aus einem ganz normalen Beruf muss man ja nicht aussteigen. Es gibt ja auch keine Ausstiegsprogramme für Ingenieurinnen oder Fleischerinnen. Als ich damals aussteigen wollte, bin ich auch zu einer Beratungsstelle gegangen und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus. Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, naja, da wissen wir jetzt auch nie, was mit Ihnen nicht stimmt. Also es liegt jedenfalls nie an der Prostitution, es liegt an Ihnen. Und wenn Sie da keinen Bock mehr drauf haben, dann gehen Sie doch einfach nicht mehr ins Modell. Aber so einfach ist ja ein Ausstieg aus der Prostitution nicht. Es ist übrigens, das nur am Rande, in Deutschland auch schon vorgekommen, dass das Arbeitsamt arbeitslose Frauen ins Bordell vermittelt hat. Das ist das, worauf wir uns einstellen müssen, wenn wir Prostitution legalisieren. Das kann dann jeder von euch treffen, weil es ist ja nur ein ganz normaler Job. Da wurde sich dann mit Gerichtsurteilen dagegen gewehrt und bis jetzt wurde dem immer stattgegeben. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Entweder ist es ein Job, wie jeder andere, oder es ist kein Job, wie jeder andere. Genau. Diese Legalisierung wurde ja auch eingeführt, damit wir Prostituierten nicht mehr so stigmatisiert werden. Das Problem ist, dass es nicht hilft. Wir werden trotzdem noch weiter stigmatisiert. Wir sollen uns schämen für das, was wir tun. Und gleichzeitig wird aber gesagt, dir wird aber auch nichts angetan. Ja? Das ist ein ganz normaler Job. Also es hilft uns überhaupt nicht. Der Missbrauch, den Freier an uns begehen, der wird nur unsichtbarer. Und die freie Gewalt in der Legalisierung nimmt auch zu, weil die Freier ja sowieso schon diese Hemmschwelle übertreten haben, einen sexuellen Akt an einer Person auszuführen, die sonst nie mit ihnen schlafen würde. Und dann haben sie auch nicht mehr so viele Hemmungen, noch weitere Gewalttaten zu begehen. Also wir haben an der Kurfürstenstraße in Berlin, da ist ein Straßenstrich und die haben jetzt eine Gewaltambulanz. Die sei nicht gar nicht für den Straßenstrich, sondern allgemein. Die ist nur zufällig da. Und die sagen, die haben jede Woche bis zu 5 Prostituierte, die bei ihnen aufschlagen und die zusammengeschlagen sind von Freiern. Auf einem einzigen Strich. Und wir haben seit 2002 über 80 Morde an Frauen in der Prostitution in Deutschland. Das ist, was Legalisierung macht. Es bestärkt Männer darin, du hast ein Recht drauf, das hier zu tun. Du
Und du hast ein Recht drauf, das durchzusetzen. Genau. Also, wir kriegen weniger Hilfe. Wir sind gewalttätiger Verhalten ausgesetzt. Und wir dürfen dauernd nur Steuern zahlen. Gleichzeitig werden, um die Auswüchse von Prostitution irgendwie einzudämmen, also bei uns in Deutschland war es zum Beispiel so, dass es Flatrate wurde legal. Flatrate bedeutet, man geht rein, man zahlt 70 Euro und man darf mit jeder Frau in dem Bordell so oft verkehren, wie man will. Anal, oral, vaginal, meistens auch noch ohne Kondom. So lange, bis man fertig ist. Und eine Bratwurst und ein Getränk gab es gratis dazu. Das ist ein Flatrate-Modell. Was gab es noch für Auswüchse? Ja, die Nachstellung von Gruppenvergewaltigungen, also Gangbangs oder überhaupt Bordelle, die mit alles ohne Gummi geworben haben. Manchmal kamen dann bei Razzien raus, dass dort vor allem minderjährige Rumäninnen beschäftigt waren, die übrigens auch nie den großen Beitrag gemacht haben, ne? 900 Euro netto im Monat. Sind denen verblieben bei bis zu 40 Freiern am Tag. Und solche Auswüchse einzudämmen. Kriminalisiert der Staat prostituierte Frauen und führt Sperrbezirke ein, Bußgelder und so weiter. Und das Problem dabei ist, dass diese Bußgelder und diese Kriminalisierung bei uns dazu führen, dass wir länger in der Prostitution verbleiben. Also ich nenne ein Beispiel. In einer Kleinstadt bei uns, in der Prostitution nicht erlaubt war, weil bei uns Prostitution in Städten erst ab einer bestimmten Größe erlaubt ist, gab es eine Rumänin, die hatte ein Kind und die war extrem arm und sie hat was zu essen gebraucht. Also hat sie sich auf dem Supermarktparkplatz in der Kleinstadt hingestellt und hat sich Freiern angeboten. Das hat die Polizei irgendwann mal mitbekommen, sie ist angeklagt worden, sie hat ein Bußgeld von 1.500 Euro bekommen. 1.500 Euro ist eine Stange Geld für eine Frau, die nicht weiß, wie sie morgen ihren Kühlschrank füllt. Was denkt sich der deutsche Staat, wie diese Frau das Geld bezahlt? Diese Frau prostituiert sich jetzt für den deutschen Staat, um ihr Bußgeld abzuzahlen. Wie soll die denn aus der Prostitution aussteigen? Und wenn sie das nicht zahlen kann, dann kommen sie in Erzwingungshaft. Was denkt sich der deutsche Staat, wie eine Frau so eine Vorsprache aus der Prostitution einstellen soll? Wohin soll die denn einsteigen? Was soll die denn für einen Job bekommen? Und das ist das Problem mit der Kriminalisierung von prostituierten Frauen. Man könnte es ja ganz anders machen. Man könnte zum Beispiel in den Sperrbezirken die Freier bestrafen. Und das Bußgeld den Freier geben. Aber das findet eben in Deutschland nicht statt. Das Problem ist außerdem der Menschenhandel. Also seit wir legalisierte Prostitution in Deutschland haben, gibt es natürlich auch mehr Freier. Weil ja das gesellschaftspolitische Signal ist, es ist okay, das zu tun. Es ist genauso, als würdest du dir nach der Disco irgendwie Döner holen oder so. Also gibt es mehr Freier. Und wo es mehr Nachfrage gibt, gibt es laut den Gesetzen des Marktes auch immer mehr Angebot. Wo kommt dieses Angebot her? Es wird nie genug Frauen geben, die das freiwillig machen. Der größte Teil wird immer gezwungen werden. Und Zuhälter und Menschenhändler schaffen dieses Angebot ran. Und jeder, der dafür plädiert, Prostitution zu legalisieren, muss sich darüber im Klaren sein, dass er damit in Kauf nimmt, dass Menschenhandel und Zwangsprostitution stattfinden. Denn diese große Nachfrage von den Frauen muss ja irgendwie befriedigt werden und sie wird auch befriedigt durch das, was die Zuhälter und Menschenhändler anschaffen. Was gibt es jetzt für Mittel gegen Menschenhandel vorzugehen? Es gibt nur zwei Arten, gegen Menschenhandel vorzugehen. Das eine ist, in der legalisierten Prostitution andauernd Razzien zu machen, die den Steuerzahler sehr viel Geld kosten und die völlig sinnlos sind, weil das Dunkelfeld so groß ist, dass man in jedem Bordell täglich eine Razzia machen könnte und man würde sowieso immer was finden. Und dann ist es ja auch so, dass wir so eine komische Gesetzgebung haben, dass es nötig ist, dass die Opfer aussagen. Sonst wird es keine Anzeige geben. Und die Opfer sagen meistens nicht aus, weil die Zuhälter und Menschenhändler ihre Familien kennen. Also kommt es zu ganz wenig Anklagen. Die zweite Möglichkeit, gegen Menschenhandel vorzugehen, ist ganz einfach, die Nachfrage zu
besteht aus 5 Punkten. Das erste ist, Prostitution ist sexuelle Gewalt. Das wird in Schweden zum Beispiel gar nicht mehr diskutiert. Als historisches Modell wurde 1999 zuerst in Schweden eingeführt, dann in Norwegen, Island, Kanada, Frankreich, Israel. Und wir in Deutschland kommen hoffentlich als nächstes dran. Und die haben das so geklärt, also Schweden hat heute kein großes Problem mehr mit Menschenhandel, weil durch die, also wir waren bei den 5 Punkten, genau, es ist sexuelle Gewalt. Prostituierte Frauen werden komplett entkriminalisiert, also die werden nicht dafür bestraft, dass sie sich prostituieren, weil der schwedische Staat eben gesagt hat, nach jahrzehntelanger Forschung, bis es zur Einführung des Gesetzes kam, weil der schwedische Staat eben gesagt hat, sehen, du bist in einem Zwangslager, du kannst außerdem mit deinem Körper machen, was du willst, man kann dich nicht dafür bestrafen, dass du irgendwie überleben willst. Also komplette Entkriminalisierung von prostituierten Frauen, sowas wie Sperrbezirke gibt es in Schweden nicht mehr. Der dritte Punkt ist die Freierbestrafung, dann die garantierten Ausstiegshilfen für Frauen in der Prostitution, garantierte Ausstiegshilfen. Bei uns in Deutschland gibt es ganz wenig Ausstiegshilfestellen. Warum brauchst du ja einen Wohnjob? Wir haben Bundesländer, da gibt es keine einzige Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution. Und das Letzte ist eine breite gesellschaftliche Aufklärung über Prostitution. Dort lernen nämlich die Jungs schon in der Grundschule, wir kaufen uns keine Frau. Und in Schweden ist es so, dass auch kein Mann einfach rumgehen kann und sagen kann, ich bin freier und ich finde das okay. Sondern dort werden die beschämt. Als rausgekommen ist, dass in der schwedischen Fußballnationalmannschaft ein Fußballspieler bei Prostituierten gewesen ist, wurde der von dem Team ausgeschlossen, weil die gesagt haben, das ist kein Fair Play. Mit so jemandem wollen wir nicht mehr spielen. Und wenn in Schweden rauskommt, dass ein Polizist zu Prostituierten geht, dann wird der vom Dienst suspendiert, anders als hier. Mein erster Zuhälter, der Polizist war, der ist heute noch im Dienst. Und bevor Sie sich fragen, danke, dem geht's gut. Und Polizisten sind genauso frei wie andere Männer auch. Und das ist das Problem dann auch mit den Razzien. Die Frauen, die aus dem Modell rausgeholt werden, sitzen Typen gegenüber, die teilweise freier sind. Wie wollen die denn bei denen irgendwas anzeigen? Da hat man doch überhaupt kein Vertrauen dazu. Genau, im nordischen Modell in Schweden ist es so, dass es also zu einem Einstellungswandel gekommen ist. Es wird jetzt gesagt, der Freier ist der, der die Gewalt ausübt und wir ächten das auch, ebenso wie Zuhälterei und Menschenhandel. Und seit der Einführung des nordischen Modells 1999 sinkt die Anzahl der Freier jedes Jahr um 0,5 Prozentpunkte und ist jetzt bei 8% der männlichen Bevölkerung. Davon können wir in Deutschland zum Beispiel echt nur träumen. Also es verhindert Prostitution nicht komplett, nicht in einer Generation, es schafft sie nicht in einer Generation ab, aber es dämmt sie massiv ein. Und es gibt den Frauen gleichzeitig alternative Optionen. Und damit fördert das natürlich auch die Gleichstellung in der Gesellschaft. Als das nordische Modell in Schweden eingeführt worden ist, war das eingebunden in ein riesiges Maßnahmenpaket zur Gleichstellung von Frauen. Da war häusliche Gewalt mit drin, da war Kindesmissbrauch mit drin, da war bessere Bezahlung von Frauen mit drin. Und deswegen sind wir für das nordische Modell, weil das nordische Modell das einzige Modell ist, das gegen Prostitution vorgeht, ohne gegen Prostituierte vorzugehen. Und weil es völlig friedlich und ohne Gewalt, ohne Razzien, ohne Strafverfolgung gegen Prostituierte, die Nachfrage reduziert, damit das Angebot reduziert und damit ganz automatisch dafür sorgt, dass weniger Zwangsprostitution und Menschenhandel gibt. Genau, deswegen wollen wir das nordische Modell und wir gehen jetzt gleich in die Diskussion. Mein Schlussstatement ist wie immer, Prostitution ist etwas, was sich aus den Schwächsten der Schwachen rekrutiert. Es braucht Frauen, die rassistisch diskriminiert werden, sexistisch und klassistisch diskriminiert werden. Was ist das für ein Job, der sowas nötig hat? Prostitution.
Schutzzone ist einfach Gewalt. Und wenn wir das akzeptieren, akzeptieren wir in der Gesellschaft Gewalt gegen Frauen allgemein. Vielen Dank. Die E-Mails, die ich so bekomme, die wollen sie nicht.
unser Baby wird unter Polizeischutz zu stellen, weil in Folge dieser Pro-Prostitutions-Lobby auch Zuhälter und Freier sind, die durchaus gewalttätig sind. Also ich hatte das zum Beispiel einmal in Berlin, da bin ich bei Theater Kamm aufgetreten, eine honorable Organisation, und es wurde sich von Seiten der Pro-Prostitutions-Lobby nicht entblödet, eine Demonstration vor dem Veranstaltungsgebäude abzuhalten, was ich extrem unfair finde, denn wir lassen ja sie auch sprechen, aber ich möchte gerne auch was sagen, ja, und das ist ja auch mein Recht. Und die war so, ja, aggressiv, dass ich mich nicht mal mit Polizisten getraut habe, durch diese Demo in das Haus zu gehen, sondern ich musste über die Hinterhöfe, über Mauern und Zäune klettern, wobei das auch sehr peinlich war, weil ich habe ein Kleid getragen und ich glaube, alle haben an diesem Tag meine Schlüpfe gesehen. Es war absolut unwürdig und ich habe mich gefragt, auf welchem Niveau diese Diskussion angekommen ist. Und jetzt, wo in Deutschland im Bundestag schon erste Gespräche stattfinden zu diesem nordischen Modell, sehen die sich natürlich, also vor allem Modellbetreiber und Modellbetreiberinnen, das geht ja wirklich um die Existenz, ne? Denn im nordischen Modell gibt es keine Modelle mehr. Es geht wirklich um die Existenz und das merkt man. Die Debatte ist unfassbar aufgeheizt. Also sowas wie hier, wo niemand die Veranstaltung stört, wo keine Demo stattfindet, das finde ich ja schon fast, also unglaublich. Ich erwarte irgendwie, dass irgendjemand doch noch hervorspringt und mich wild beschimpft. Das sind die einen Veranstaltungen in Deutschland so, aber bei ganz vielen dadurch, dass wir weit in der Diskussion sind und dass es wirklich eine reale Chance gibt, dass das nordische Modell eingeführt wird. Und das passt auch vielen Freiern nicht. Ne? Ja. Also das kommt auf sie dann zu. Thank you.
zu den Schleppern, klar ist kriminell, was die machen, aber die würden es halt auch nie machen, wenn die Nachfrage hier nicht so groß wäre. Ne? Also es hängt, es steht und fällt, alles mit der Nachfrage. Für mich stellt sich die Frage, wie kann man den Studenten auch noch Also wir sind das Team, das den heutigen Tag gestaltet hat.
Ich denke, wir dürfen uns, geben uns wirklich ein paar Augenblicke der Stille, die wir vielleicht im Alltag gar nicht so sehr haben, um das auch sozusagen ans Herz zu nehmen, wie immer es uns berührt oder bedrückt, beschäftigt, es auch dann wieder zu übergeben. Und dann werden wir vom Lukas Böhm Trio noch mit Musik beschenkt, um den Tag in diesem doch bedrückenden Thema ausklingen zu lassen. Musik sozusagen wieder heilsam aufnehmen und dann gut nach Hause gehen zu können.
Thank you.